sind mindestens unter den ersten drei. Das geht schon rechnerisch nicht anders. Und Funaki, der pfeift hier auf Platz 3 oder 4. Der will alles. Und er wird alles riskieren. Der Skiflug, Weltmeister von Oberstdorf, der sich privat gerne in Leder kleidet. Ein Star bei vielen japanischen Teenies, Funaki. Kann er an die 200 herangehen, landet er früher. Funaki fliegt, 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 fliegt. Ja, das waren aber jetzt 200. Das waren aber jetzt 200. Kazuyoshi Funaki, unter 200 geht hier nichts vom Teller. Kazuyoshi Funaki übernimmt die Führung. Jetzt Funaki vor Yoshioka. Und die Weite, noch ist sie nicht da. Aber Adlerauge, sei wachsam. 203,5 Meter. Natürlich, 203,5 Meter. Ein Japaner oder Martin Schmidt oder drei Japaner. Alles ist möglich auf dem Stockholm, meine ich jetzt. Funaki, Yoshioka, Hannawald. Und jetzt kommt Miyahira, der Sieger von gestern. Die können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Funaki und Co. bei dieser Mannschaft.